das Krankenhaus des heiligen Major an, für die Opfer der Katriona-Pest. Danach gibt es nur noch zwei Etappen, Alt-Visima und die Hölle. Mann, bin ich düster. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Ich vergeude meine Zeit. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Kommt wieder, wenn ihr es ernst meint, Gauner. Wie ihr wollt. Kommt wieder, wenn ihr es ernst meint, Gauner. Wie ihr wollt. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Kommt wie ihr wollt. Kommt wieder, wenn ihr es ernst meint, Gauner. Wie ihr wollt. Ich bin müde. Oh. Lagerplatz. Sieht nicht so aus. War doch der Kamerad. Ah, zurück, dann die erste links. Es dort ein wenig aus. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Nö. Sechse. Okay, wir haben aber Silberschwert. Das müssen wir irgendwie was Besseres machen. Noch. Voller Silbertalent. Hm.
Okay. Bis zum Morgengrauen. Da hat das hoffentlich vergessen. Herzlich willkommen. So, jetzt noch mal ins Krankenhaus. Ja, die Gärtner. Der Garten des Krankenhauses bedarf der Pflege. Ihr scheint Gefallen an eurer Arbeit zu haben. Gefallen? Ich liebe Pflanzen und kenne sie gut. Ich habe meinen Lebensunterhalt mit Blutvergießen verdient. Das ist meine Chance, Frieden und Ruhe zu finden. Blutvergießen? Ich bin nicht stolz darauf, aber einst hatte ich mich als Söldner verdingt. Doch das liegt alles längst hinter mir. Hier bin ich zufrieden. Erzählt mir von eurem Leben als Söldner. Bringt mir einen Happen zu essen, dann reden wir. Köstlich. Erstaunlich, wie ehrbare Arbeit den Appetit anregt. Hab Dank, Hexer. Ihr wolltet sagen... Im Krieg habe ich als Söldner unter der Holden Hildgund persönlich gedient. Ihr habt sicher gehört, was für eine Kriegerin sie war. Was für eine Frau. Starke Frauen. Sie sind das Beste auf der Welt. Wohl wahr. Wir konnten es mit jedem aufnehmen. Ich habe als Mitglied des Söldnerkorps der Holden Hildgund die halbe Welt gesehen. Wir waren sogar in Serikanien. Das ist sehr weit weg. Es war die Hölle. Heiß wie in einem Ofen und feucht wie in einem Dampfbad. Wir haben die Eingeborenen massakriert, während Serikanien uns massakriert hat. Dort gibt es Fliegen, die einem nachts in die Nase kriechen und ihre Eier ablegen. Dann fressen sie einem das Gehirn auf und kriechen aus den Augen raus, wenn sie zu Fliegen herangewachsen sind. Abscheulich. So sind viele von uns gestorben. Ganz zu schweigen von Krankheiten, giftigen Spinnen und Schlangen und vielen anderen Drangsalen, deren Namen ich noch nicht mal kenne. Ich sah sogar ein gestreiftes Pferd. Nach fast 8 Monaten Kampf im Dschungel mussten wir den Rückzug antreten. Man kann keinen Krieg gewinnen, wenn man den Feind nicht findet. Das war die einzige Niederlage, die die Holde Hildgund je einstecken musste. Interessante Geschichte. Danke. Seht nur, wie sie wachsen. Fürchtet ihr die Pest nicht? Mein Garten spendet Freude. Wenn Meditele beschließt, dass meine Zeit gekommen ist, werde ich glücklich gehen. Adieu. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Na gut, geht rein. Drinne. Ich bin so müde. Seid ihr gekommen, um zur großen Mutter zu beten? Ich bin nicht sehr religiös. Meditele liebt auch jene, die vom Wege abkommen. Das ist sehr gütig von ihr. Wie kann ich euch helfen? Erzählt mir mehr von eurer Göttin. Meditele ist die Mutter alles Lebendigen, die Göttin von Liebe, Fruchtbarkeit und Heilung. Warum zeigt die Statue 3 Gestalten?
Die Göttin besitzt drei Gesichter, die ihre verschiedenen Aspekte symbolisieren. Die wären? Ein junges, sorgloses Mädchen, eine reife, schwangere Frau und eine gebückte, alte Frau. Verstehe. Wie kann ich euch helfen? Erinnert mich irgendwie an Dreamfall Chapters. Da gibt's auch ein kleines Mädchen, eine junge Frau und eine Oma. Lebt wohl. Nee, nicht in den Ausgang. Wir werden alle sterben, meine Lungen. Gefangener da. Das ist ein Fluch. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Wir werden alle sterben. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Jetzt nicht. Kommt es nächtens wieder. Aber ich habe euch bezahlt. Psst, kommt heute Nacht wieder. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Jetzt nicht. Kommt es nächtens wieder. Gewiss doch. Wir werden alle sterben. Das ist doch nur wir schlafen. Werden alle sterben. Okay, kann man hier drin irgendwo... Kranker Mann. Wir werden alle sterben. Kleiderschrank, ist da irgendwas? Lungen. Das ist eine Art Fluch. Kann man da... Ist das irgendwas Nützliches? Samhu. Herrin, ich segne dieses Haus. Scheint das Büro zu sein. Wir werden alle sterben. Kommen die Natar. So müde. O Mutter, die du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Machen. Liesel, falls du noch da bist, war schön, dass du dich jetzt gesehen zu haben und für die anderen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.